Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Ja, heute mal aus der alten und dunklen Ecke, aber das geht heute leider nicht anders, weil das Drachenfest steht vor der Tür und unser Wohnzimmer sieht aus, als wäre das Chaos hier einmal durchgestiefelt. Ich hoffe, das stört euch hier trotzdem nicht und wir können jetzt anfangen und los geht's. Heute soll das Thema die 5 häufigsten Anfängerfehler sein und wir starten schon mit dem ersten und zwar ist das ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose. Ja, das ist ein Fehler, den viele am Anfang machen, wobei ich das Gefühl habe, dass das zurückgeht. Das war früher mal schlimmer, aber es sieht einfach zu glatt aus, zu dunkel, zu, naja, ich nenne es mal unauthentisch. Ja, und was da hilft? Eigentlich ganz klar, oder? Farbige Klamotten tragen. Es können natürlich auch gedeckte Farben sein, wenn ihr es nicht so knallig wollt wie braun und dunkelgrün. Schaut einfach immer nur, dass es zu eurem Charakter passt. Ja, der zweite Fehler wäre, qualitativ schlechte Ausrüstung zu kaufen. Und aus welchem Grund? Weil sie billig ist. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet nicht glücklicher mit, die meisten Sachen gehen schnell kaputt. Und hier lautet die Devise, investiert lieber mehr, als wenn ihr doppelt kauft. Ja, der Fehler Nummer 3 wäre, ganz viel sinnlose Ausrüstung zu kaufen. Ich weiß ganz genau, das haben wir alle am Anfang gemacht. Ich auf jeden Fall und auch alle aus meiner Gruppe haben das durchgemacht. Ja, am Anfang hat man eben einfach so viele Ideen und man sieht so viele schöne Sachen und ist total berauscht und kauft sich dann auch viel. Aber letztendlich werdet ihr irgendwann feststellen, dass ihr es nicht gebrauchen könnt. Ja, und was hilft da? Macht euch einfach Gedanken über euer Konzept, was ihr dafür braucht und dann kauft ihr erst die Sachen. Der vierte Fehler ist meiner Meinung nach ziemlich umstritten. Und zwar ist das, dass Anfänger gerne exotische, sehr besondere Charaktere spielen wollen. Meistens wurden sie durch Filme, Spiele und andere Medien inspiriert und wollen dann natürlich einen Charakter darstellen, der vielleicht auch einem Charakter aus diesem Film oder diesem Spiel ähnlich ist. Aber ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr, wenn ihr euch ein kompliziertes und aufwendiges Konzept ausdenkt, dass ihr eben auch dieses darstellen können müsst. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das darstellen könnt, versucht erstmal einfache Konzepte und diese lassen sich ja auch immer wunderbar ausbauen. Seid ihr euch aber sicher, dass ihr es darstellen könnt, dann auf jeden Fall geht ins Spiel. Es gibt natürlich auch Anfänger, die einfach dazu geboren sind, solche komplizierten und aufwendigen Rollen darzustellen. Ja, jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Und zwar wäre dieser, dass sich Anfänger oft nicht trauen, aktiv im Spiel mitzuwirken. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man durch diese ganzen Einflüsse, die am Anfang auf einen einwirken, sehr zurückhaltend ist, viel schweigt, sich nicht so richtig traut, ins Spiel reinzustarten, mit anderen zu interagieren. Aber da kann ich einfach sagen, traut euch, habt keine Angst. Niemand wird euch verurteilen. Die meisten wissen, dass ihr noch ein Anfänger seid und letztendlich werden sie sich wahrscheinlich auch nur fragen, was es mit eurem Charakter auf sich hat, als dass sie euch komisch finden werden. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende meines Videos. Ich hoffe, diese 5 Anfängerfehler konnten euch dahingehend inspirieren, dass ihr sie hoffentlich nicht macht, wobei man einige vermutlich nicht vermeiden kann. So, ich werde mich jetzt wieder an die Vorbereitungen fürs Drachenfest setzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut!